Am Mittwochnachmittag wurde eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg in Schönhausen an der Elbe gesprengt. Bei Baggerarbeiten auf dem ehemaligen Gelände der Firma Thermoplast, die vom Hochwasser letzten Jahres stark betroffen war, wurden zwei Sprenggranaten gefunden. Eine der Granaten war transportfähig, da sie eine Abstandsfeder hatte. Die zweite Granate transportierte ein Sicherheitsfahrzeug des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen-Anhalt in einer Spezialkiste zu einem nahegelegenen Feldweg und brachte dort das Ungetüm kontrolliert zur Sprengung. Die Freiwillige Feuerwehr Schönhausen hatte vorsorglich das Gebiet weiträumig abgesperrt.